Hervorragend. Cash & Bar hat es im Griff heute. Unsere Taktik mit den Standings klappt hervorragend. Also extra Lob an den Dealer. Orbit Nummer 3. Weiter geht's. Ich hoffe mal, das Gepolter und das Türgeschepper ist nicht zu laut für die Zuschauer. Die Spieler nutzen es natürlich immer hier, um mal kurz auszutreten und hier durch die Küche auf die Örtlichkeiten zu gehen. Ist dann halt ein bisschen lauter, aber muss mal durch. Jetzt geht aber langsam hier die Straddle-Action los. Pharao straddelt, Vize doppelstraddle. Und Kevin hat jetzt auch die Faxen langsam dicke. Merkt man, der will auch in die Hände reinkommen jetzt. Er öffnet hier auf 1,50. Wird gecallt hier von Supervic. Weitenwix-Call, Pharao-Call. Und Vize schließt die Action ab. Hat hier eine einfache Entscheidung, keine gute Hand, aber eine einfache Entscheidung. So, und jetzt bin ich gespannt, was der Flop uns bringt. Ass 7, 8, Rainbow. Faltenwix von vorne mit dem Check. Pharao ruht in seinem Sessel und nickt dem Dealer zu, was auch immer er damit ausdrücken will. Ich weiß nicht, ob das ein Check ist. Ich glaube, er guckt sich den Kevin erstmal noch an. Ich weiß gar nicht, in welcher Welt er unterwegs ist. Da bin ich aber abgöhnig unterwegs. Also merkt man schon, der Pharao hat es heute ein bisschen auf den Kevin abgesehen. Der will sich mit dem Kevin ein bisschen betteln. Für den geht es um den Spaß bei der Sache. Der ist eigentlich nur hier, um mit dem Kevin ein bisschen zu juckeln. Merkt man ihn richtig an. Findet den Check. Vize mit dem Treffer checkt. Und für Kevin eigentlich ein gutes Board hier für eine Conti-Bet. Wenn die ersten drei Gegner hier schon hinchecken, gefällt denen das Ass vermutlich nicht. Kevin hat ja auch einen Treffer. Würde ich also auf alle Fälle auch Conti betten. 3,5, gute Größe, halber Pot. Dann schauen wir mal, ob die Gegner weiterspielen wollen. Queen 10 sieht schön aus hier für Pfeifenwix. Deswegen überlegt er wahrscheinlich auch, ob er noch irgendwie eine Chance kriegt hier. Aber ich denke, der wird hier auch den Fold finden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er die Hand weiterspielt. Ja. Das ist so eine klassische Situation. Die Hand sieht gut aus. Man fühlt, man denkt, die ist zu schade zum Folden, aber im Grunde ist das ja absolute Krütze. Was will er da mit Dame 10 auf dem Board? Nee, ich will sagen, du hast heute keine Schnellspieler. So sieht's aus. Ah, Victor sagt, die Spieler überlegen. Aber ist auch gut so. Pharao überlegt jetzt auch, ob er hier irgendwie gegen Kevin noch in die Hand reinkommt oder dann Kevin noch irgendwie rauskriegt. Ja, weiß ich auch nicht, was er jetzt gerade macht. Kurze Herzdruckmassage beim Pharao. Sammelt er die Kraft? Sein inneres Chi oder was auch immer. Also mit dir zu spielen macht richtig Spaß. Kann man zwischendrin Döner holen, den Ruhe essen. Pharao ist so geil. Der hört sich das einfach an und grinst sich ein. Freut mich. Weltklasse. Und called. So, jetzt bin ich auch gespannt, was der Vize draus macht. Hat er immerhin getroffen und hat ja auch noch Backdoor. Kreuz. Und ist ja auch in Spiellaune. Habe ich ja bereits mehrfach erwähnt, dass der Vize in Spiellaune ist. Wolltest du nicht? Was soll ich? Fold. Zwei Spieler. Pharao darf zuerst. Oh, Pharao trifft hier. Und Vize hätte seinen Flushdraw zumindest aufgegabelt. Drei.
Und das ist wahrscheinlich das Alarmsignal jetzt für Kevin hier, die Hand aufzugeben. Gibt's noch wieder Würst? Was kommt? Ah, Würst wieder. Tür bitte. Ja, ich kann mal also sagen. Halten hat, aber. Nee. Kevin glaubt dem Pharao nicht. Und race nochmal, aber das wird der Pharao auf alle Fälle callen. Kann mir nicht vorstellen, dass er hier für die, was ist das, 2,40 noch folden wird bei dem Pot. Hat er seinen Treffer. Und callt hier. Also schlechte Nachrichten für Kevin. Pharao mit dem Jungen. Showdown. Ja. Cash and Bar sortiertes Board. So, one time oder two times? One time? Einmal. Oh, und die 8. Blank am River. Pharao zieht den Pot, den nächsten gegen Kevin. Ja, muss der Kevin schon wieder bluten. Ja, also Kevin hatte das richtige Gefühl, er hat es gesagt. Er hat gewusst, dass der Pharao am Flop nichts hat. Hilft ihm aber nichts, am Turn hat er nämlich was und gewinnt damit die Hand, weil er einfach die bessere Hand hat. So einfach ist es. Kevin schiebt all in, war ein bisschen abzusehen, wenn der Pharao hier initiativ setzt am Turn, wobei der auch gerne mal blufft. Sage ich jetzt mal aus der Vergangenheit, hat der Kevin wohl drauf gehofft. Pharao ist der klassische Laufspieler, ne? Also das muss man einfach mal so hier sagen an der Stelle. Genau, was steht da noch im Chat? Der Kevin sagt, die Splitpots sind drin in den Prozenten, war gerade, genau. Ja, also ist, glaube ich, tatsächlich so, wir haben schon ein paar Mal gemacht und es sind auch die Karten drin, die bekannt sind und gefoldet sind. Ne? Also auch interessant, wenn jetzt jemand Ass-König hat und es sind schon zwei Könige raus, wird es auch mit angezeigt, dass die aus dem Deck draußen sind, wenn die schon bekannt sind. Ne? Auch interessant, ist bei dem Algorithmus irgendwie mit drin, den da Matthias, unser Programmierer, da genommen hat. Genau, ist ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen anders als bei den anderen Livestreams. Da wird es, glaube ich, nicht mit angezeigt. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Die haben, glaube ich, eine Gewinnanzeige und dann noch eine extra Prozentzahl für einen möglichen Splitpot. Bin mir auch nicht ganz sicher. Irgendwie so. Genau, bei Pharao läuft's. Der stapelt hier die Chips und ist, glaube ich, jetzt mit Abstand der größte Gewinner in der Runde oder der einzige Gewinner. Wir werden dann gleich nochmal nach dem dritten Chip-Count bei Hand 24 sehen. Ja, macht er gut, der Pharao, hat aber auch das nötige Kartenglück. So, Cash and Bar versorgt gerade die Spieler nochmal mit neuen Chips. Ist ja Cash Game, da kann man jederzeit nachladen, nochmal neue Munition an den Tisch holen. Das machen jetzt auch Kevin und Pocahontas hat, glaube ich, nochmal nachgefasst. Wenn ich es richtig sehe. Ja, genau, so sagt es auch hier mein Chip-Count. Genau, dass die auch ordentlich Munition haben, um hier weiter zu feuern. So, also weiter geht's. Cash and Bar zurück am Tisch. Der hat heute zwar keinen roten Anzug an, wie beim letzten Stream, bei unserem Fastnacht-Stream, aber zumindest hat er einen schicken Hut auf, einen Pokerhut. Der scheint zwar der Nummer zu klein zu sein, aber ja, er schmückt ihn zumindest ein wenig. Da sehen wir ihn, unseren Top-Dealer. Ich glaube, seinen normalen Schnitt kann er heute nicht halten. Wir sind jetzt mit dem Stream schon Stunde 20 sind wir dran. Erst 18 Hände gespielt. Normal, wenn es sehr gut läuft, schaffen wir 20 Hände pro Stunde. Da sind wir jetzt schon deutlich hinten dran. Aber wir haben halt doch ein paar Spieler, die gerne halt auch mal überlegen. Merkt man heute. Pharao ist ein Kandidat, der Pfeifenwix ist so ein Kandidat. Die nehmen sich ihre Zeit und denken die Hände durch oder denken zumindest ihre Aktion durch. Falsch gesagt, die Hand denken sie sich ja nicht durch, die denken ihre Aktion durch. Hand Nummer 18 startet mit Straddle und Doppelstraddle. Also auf Vize ist echt Verlass, der ist echt eine Straddle-Maschine zuletzt. Straddle bei jeder Gelegenheit. Pocahontas mit dem Doppelstraddle. Call, wenn du möchtest. Call.
Pfeifenwegs und Pharao in den Blinds füllen auf und Vize wird auch auffüllen. Option wird gecheckt, also 4 Spieler. Volle Fokus auf die Pokal. Ja, dann Europa League. Dann Europa League, genau. Danach Champions League. 3-4-9. Pfeifenwegs hier mit dem Treffer. 4er. Ja, wird wahrscheinlich anspielen können, wird reindonken. Macht er ja auch. 75. Pharao mit dem Open Ender. Vize mit dem Treffer. Nur Pocahontas hat hier total verpasst. Die verabschiedet sich direkt. 3 Spieler, jeder hat so ein bisschen was. Naja, ich bin den Frieder im Funke, ja cool. Der König auf dem Turn. Er sah schon ziemlich bedrüppelt. Tupert hier für Pfeifenwegs. Also, ich meine, ich war schon cool, dass das Lautern da mit 35 Toren. 1,75 ist die Bet. 16 da ist, ne? Und hinten dran sind mit 22 Toren. Und vorne dran mit 22 Toren. Ja. Gut, wenn der halt hinten schießt, gut ist. Ja, und den Bolt haben sie rausgeschmissen und der war ja eigentlich. Ja, kann man schon auch nochmal einen Tick größer anspielen. Sind halt auch viele Draws draußen. Oh, ich denke, Pharao wird dabei bleiben. Der will seinen Draw weiterspielen. Da kam eigentlich her bei Bochum, glaube ich. Jetzt, wieder, wo er früher war. Ja, ja. Und die 9. Absoluter Blank auf dem River. Absolute Blank. Mal schauen, was der Pfeifenwegs macht. Bleibt am Gaspedal, wird weitersetzen. Auch wenn seine 4 jetzt eigentlich hier geschlagen wird von eigentlich allen anderen Königen. Wäre eigentlich so ein klassischer Spot für Check Call. In dem Fall setzt er weiter. Ja, Pharao mit dem schnellen Fold hat ja auch nichts, was er irgendwie noch machen könnte. Oder ein Raise macht ja auch wenig Sinn. So wie der Pfeifenwegs hier die Hand gespielt hat, symbolisiert er schon große Stärke. Keine Option mehr hier für den Pharao, noch einen Bluff anzubringen. Ja, ist die Frage hier am River. Musste hier setzen, musste nicht setzen. Was für Hände callen denn überhaupt noch am River? Also wenn, sind geplatzte Draws unterwegs, wie jetzt in dem Fall. Die sollte man, wenn überhaupt, setzen oder bluffen lassen. Wenn andere Könige unterwegs sind, haben die einen überholt. Dann macht es eigentlich eher Sinn, Check Call zu spielen, weil man hat ja doch einiges an Showdown-Value. Also finde ich die Bet jetzt nicht ideal vom Pfeifenwegs. Ja, auf der anderen Seite. Der will halt auch mal eine Hand spielen, auch mal gewinnen. Der will auch mal Chips setzen. Also lass mal ihn mal machen. Naja, wie der Spruch heißt, solange es Fußball gibt, gibt es auch. Und die Straddle-Eye geht weiter. Straddle und Doppelstraddle hier von Kevin. Ich glaube, der größte Fehler war ein Problem mit mir. Ja. Maroon ist ein bisschen am Verzweifeln. Er kriegt keine Starthände. Hat sich viel vorgenommen. Viel, aber kriegt leider so gar nichts, um es umzusetzen. Alle Folden. Und Pharao hat hier eine gute Starthand. Eben Smallblind. Nur mit dem Call. Kann man eigentlich auch gut mal ein Raise auspacken hier an der Stelle. Pocahontas mit dem Call. Und Kevin checkt 3 Spieler. Die Junge 10-3 mit 2 Herz. Pharao darf zuerst. Ja, kleine Bett hier. Und 2 Spieler callen. Kevin hier mit dem Treffer. Callt auch. Kevin auch bezahlt. Oh, die alten Herren. Smile ist eine Blank. Die alten Herren. Oh, Carlos, gab es neue Fenster? Der Mörs hat ihn schon lang. Schon lang. In der Küche auch. Schon ist so lang her. Ja. Weiß Pharao, dass da dran ist? Ah, ich ein neues Fenster. Nein. Ich glaube, jetzt hat er es begriffen und er setzt nochmal. 1,05. Das hat er sich abgeguckt hier vom Kevin. Nein. Pocahontas. Kriegt immer bessere Odds. Callt hier. Kevin schließt die Action ab. Kriegt natürlich jetzt auch super Odds durch den Call von Pocahontas. Und hat eine Idee, so wie es aussieht. Packt hier ein Race aus auf 4,25.
Speaker nicht Nein sagen, Kollege. Und schneller Call hier von Pharao. Der fackelt gar nicht lange. Ein Sandwich. Ja, Pocahontas, hat das die Entscheidung? Ja, hast du ja auch zwei. Ja. Die überlegt. Dabei haben wir ein Schulfest heute. Alexander hat da voll. Tag um die Tür. Kannst du nicht machen, was wir machen da auch. Called auch. Drei Spieler weiterhin? Ich weiß. Immer noch drei Spieler. Und da kommt die 9 in Karo. Pharao spricht wieder zuerst. Als letzter. Ich bleib offen. Jetzt checkt der Pharao, das ist natürlich katastrophal. Alle Optionen auf. Macht er die Nuts am River, aber da kommen so viele Draws an, also dass er die Option, dass die Gegner behind checken, wenn sie so eine mittelstarke Hand haben, auch riesig, würde ich, also wenn ich da die Hand am River mache, immer setzen. Kann man nicht vorstellen, dass dann eine normale Hand am River nochmal setzen würde, da werden die Gegner viel zu oft behind checken. Für Kevin ist natürlich eine Katastrophe die Karte, der macht hier 2-Pair. Kannst du trotzdem zahlen, Lisa? Freut mich ja. Muss nur geantwortet. Oh, Pocahontas hat eine Idee. Und dem Chips in die Hand. Überlegt. Ja, das sieht nach vielen Chips aus. Greift nochmal nach. Greift nochmal nach. Und greift nochmal nach. Ja, das sind so beide Hände. Das könnte Kevins Glück sein. So spannend es ist, mein Blasen hätte. Pocahontas hier mit der großen Bet. Kevin mit dem Call, schneller Call. Und Pharao callt auch nur. Schmeißt gleich weg. So, Shotter. Karten wieder umdrehen. Oh. Nur der Call hier von Pharao. Leck o mio. Der pellet nur. Ja, da kam noch mal ein kurzer Blick rüber vom Pharao zum Kevin. Leck o mio, hey. Riesenhand. Riesenpott hier. Pharao zieht schon wieder die nächste Ladung hier vom Tisch ab und baut seine Führung aus. Ja, Kevin füllt die Bett noch auf, ja, und muss sich jetzt geschlagen geben. Also, nice Hand hier von Pharao. Also sage ich jetzt einfach mal so, weil er den Pot gewonnen hat und die Chips einsammelt. Ne, macht er ja, Dinge, Ding. Also macht er gut. Aber insgesamt muss man doch sagen, klarer Race hier am River. Also ich würde eigentlich die Hand schon anspielen auf alle Fälle. Da wäre mir die Gefahr schon viel zu groß, dass die beiden Spieler behind checken. Auf der anderen Seite, genau in der exakten Konstellation, haben die das natürlich nicht gemacht. Lisa wollte hier, glaube ich, schon den Bluff auspacken. Ich glaube, das hat sie schon klar gesehen, dass sie hier keine Straße hat. Das sah schon sehr geplant aus, dass sie hier einen Move machen wollte. Kevin muss hier callen mit 2-Pair. Muss nicht, kann hier callen bei den Odds auf alle Fälle, weil Lisa doch auch gerne mal irgendwie Bluffy spielt. Und Pharao hat dann einfach noch die Option, bei den Stack-Sizes einfach dann All-In zu gehen am River. Also sollte er eigentlich auch machen, gerade so wenig, wie die hinten dran haben. Da lässt er einfach zu viel Value liegen. Der Flush-Draw hier hinten raus ist zu versteckt. Backdoor-Flush würde ich immer versuchen, das Maximum rauszuholen. Wenn einer einen Backdoor-Nut-Flush hat, dann ist es halt so. Aber da lässt er halt einfach Value liegen. In der Konstellation hätte er nichts mehr gekriegt von den anderen beiden. Aber jetzt, wenn jemand eine Straße hat oder irgendwas, dann kriegt er natürlich noch die ganze Ladung ab. Nichtsdestotrotz, Pharao zieht einen Pot nach dem anderen und dominiert den Tisch. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen. Ja, ich mach das ungern so. Kevin schüttelt auch schon den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie es geschieht. So kann man sich die Leute reinquatschen, so geht es natürlich auch. So. Pharao läuft heute. Ist es
Ich trinke dann jetzt doch mal mein erstes Stück. Ja. Maroon hat jetzt mal eine Starthand gefunden, hat zumindest eine ausgesucht und fängt hier an zu spielen. Junger, auf. Pharao mit dem Call am Button. Und Kevin mit der 3-Bet. Nee, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ne? Der Check Call hatte gespielt im Schluss, ja? Sag mal so, wenn du im Casino wärst und er hätte den Nutflush gehabt, dann hätte er ja müssen. Dann musst du raise, nur als Info. Also dann hat der Maroon eine Entscheidung. Ja, gibt nochmal eine kurze Rechtsbelehrung vom Superweg. Im Casino musst du die Nuts immer raisen. Wenn du die Action abschließt. Okay, Pharao callt. Das Duell Kevin Pharao geht in die nächste Runde. Die Nuts hast und du bist als letztes am Setzen. War nicht logisch, dass du erhöhst, aber wenn du musst du. Okay. Musst du. Moment, ich hab's aber mit einem. Weil, Ich glaube, unser Streaming-PC ist gerade abgestürzt. Ich habe zumindest ein Standbild. Habt ihr auch ein Standbild? Wahrscheinlich schon. Gut, dann gehe ich jetzt mal rein und löse das Problem. Dafür bin ich ja schließlich hier. Habe sonst nichts zu tun. Ich nehme gerade noch ein Schlückchen Bier. Geht wieder. Glück gehabt. Ich gucke aber trotzdem nach der Hand den PC mal kurz an. Weil ich gedacht habe, wir wären erst kann sein, dass der gerade ein bisschen am Limit ist. Ja, Bier hilft. Bier hilft. Genau, sagt mein Arzt auch immer. Trinken Sie mal ein kühles Bier, das hilft. Ich schaue nach der Hand auf alle Fälle noch mal kurz den PC an. Kann sein, dass der mit der Aufnahme ein bisschen am Rotieren ist und überfordert ist. Zurück ins Spiel. Ass 6-6 kommt am Flop runter. Kevin mit der Conti-Bet. Und jetzt wird es für Pharao natürlich schwierig, hier noch irgendeine Hand zu machen. Und er foldet auch. Okay. Kevin gewinnt. Alles klar, ich gehe mal kurz rein. Bin gleich wieder. Lasst euch mal den Table-Sound laufen so lang. Würde ich so einen lustigen Hut kaufen, den er noch tragen muss? Den ganzen Abend, genau. Oder er muss mal eine Stunde in die. Also sieht so aus, als würde der PC wieder stabil laufen. Ich konnte jetzt gerade nichts feststellen. Wir gucken jetzt einfach mal die nächste Viertelstunde an. Ich bin noch mal gespannt jetzt bei dem Spieltempo, das die Herrschaften da an den Tag legen, ob wir die angedachten 6 Orbits heute schaffen. 48 Hände wollten wir eigentlich spielen bei dem Tempo. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Vielleicht machen wir nach 32 schon den Streamende oder nach 40. Wir schauen mal. Hand Nummer 21, da könnte doch ein bisschen was gehen. Pfeifenwegs eröffnet hier. Kevin mit dem Call. Runner Flush ist natürlich auch. Ja, das ist Kevin checkt. 5 Spieler hier am Flop.
Alle verpassen. Nee, aber das muss man, das kann immer mal jemandem in den Schoß fallen. Also das ist Hitman spielt hier an. Pfeifenwix mit dem Call mit seinen Overcards, okay. Ja, das sind auf alle Fälle Boards, die kann man mal anspielen, da kann man es mal versuchen. Die 3 ist natürlich eine gute Karte für den Hitman, wird er weiter anspielen. Bei dem ging ja bisher auch noch nicht allzu viel. Ja, und jetzt muss der Pfeifenwix mal nachdenken. Oma, ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass du hier ein bisschen was da lässt und dich mitnimmst. Ja, das, ja, aber das kommt noch. Das hätte ich dir nicht gesagt, dass du kommst. Ja, das wir züchten den jetzt erstmal hoch. Und Foldet hier. Okay, und Hitman gewinnt die Hand. Habt ihr schon mal geschätzt, was die Uhrwert ist? Nur damit das andere Chips dann ja, also wie immer, die Tücken der Technik sind auch heute wieder am Start. Zwei Dinge sind ja heute, die nicht funktionieren, leider. Unsere Zwischenanimation und Einblendung zwischen den Händen. Und bei dem Streaming-PC, also wo ich jetzt gerade dran bin, habe ich noch einen Fehler gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Ich hatte eine Testaufnahme gemacht mit 24 Bildern pro Sekunde. Normal machen wir 30 Bilder pro Sekunde. Das habe ich vergessen rauszunehmen. Jetzt läuft der Stream mit 24 Bildern pro Sekunde. Ist nicht schlimm, sorgt aber einfach nur dafür, dass der Ton vom Tisch wahrscheinlich noch unsynchroner ist, als er sowieso schon ist. Aber ja, lasst mal jetzt trotzdem laufen, müsst ihr den Stream abbrechen und dann neu einstellen. Ist geschenkt jetzt ausnahmsweise mal. Ist das Bild halt nicht ganz so flüssig, aber dafür ist ja unser Projekt da. Geht halt auch mal was schief. Muss man auch mal mitleben. Das ist der, wo ich mal gesagt habe. Und er auch. 50 Cent? Wie ist der denn? So viel Geld. Ja, wo ich den lesen. So, die Straddle geht weiter. Tomra ist gekommen, ne? Tomra ist gekommen. Wer? Tomra, ja. Ja, Tomra habe ich auch. Also, ja, der Franzosi ist auch da. Grüß dich, Franz. Salute. Ich glaube, aktuell können wir ganz gut leben mit der Qualität von unserem Stream. Wir machen Fortschritte und das ist, das, glaube ich, das Wichtigste, dass das Stream Stück für Stück einfach besser wird. So, Kevin jetzt hier mit dem großen Race, mit King Jacks muted. Pharao foldet mal eine Hand, gibt's doch gar nicht. Und Vize foldet auch. Kevin nimmt hier die Dead Money mit, Preflop. Und gewinnt endlich mal eine Hand. Das wird ihm gut tun und wieder ein bisschen Selbstvertrauen geben. Ja, der musste ja bluten bisher, der Kevin. Jetzt kann er mal wieder ein paar Chips auf seinen Stapel drauf machen. Ja. Aber Kevin ist ja auf alle Fälle ein Spieler, der tiltresistent ist, würde ich mal sagen. Klar ist er schon ab und zu mal ein bisschen on fire, aber der steckt auch mal eine Niederlage weg. Das kann der schon ganz gut am Pokertisch. Ist er bekannt für. Da gibt es andere Kandidaten, die da sich schneller in Rage leveln oder in Rage geraten und dann unkontrolliert spielen. So Leute wie der Yannick zum Beispiel. Das ist auch so ein Kandidat, so ein Pappenheimer. Servus, Yannick, grüß dich. Ja, was wollen wir machen? Ja, Tomra-Aktien kaufen. Wir beide gucken uns an, so, was ist Tomra? Kannst unser Grußfeature wieder ausprobieren, Yannick. Mal gucken, ob der Tisch das wieder rausfindet, wer du bist. So, diesmal Superweg mit dem Straddle. Pfeifenwix mit dem Korn, lümmt hier rein. Hallo Yannick! Ah, sehr gut. Also, diesmal klappt's, Yannick. Okay, nach dem ganzen Gelimpe fasst der Kevin sich am Button im Herz und packt mal ein Race aus hier. König 2 suited, auch absolut legitim oder eine gute Hand dafür. Wird nur leider nichts finden, nichts bringen. Die Spieler werden halt einfach trotzdem callen. So, 5 Spieler. Schauen wir mal, was der Cash in Bar hier raushaut. Hast du Nvidia auch gekauft?
Oh, die 8 sehe ich schon mal. Und zwei Kreuz und der König. Oh, das ist natürlich ein Granatenboard. Das gibt es doch gar nicht. Lecco Mio. Also, super Weg. Geht in Star All-In. Was ist denn das für ein Move, um Gottes Willen? Was ist denn das für ein Move? Ist ja unfassbar. Pfeifenwix. Kreuz. Der hat sich zumindest noch mal ein bisschen unter Kontrolle. Was ist denn das für ein Move? Ist ja unfassbar. Also ich bin kurz, sprachlos, ist da noch ein Meter ausgedrückt. Das ist ein Wahnsinns-Move hier vom Superweg. Der schafft ja noch mal eine ganz andere Dynamik jetzt hier. Gucken wir mal, was der Vize draus macht. Vize auf alle Fälle mit versteinerter Miene. Der weiß gar nicht, wie ihm da geschieht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Vize hier in irgendeiner Form nur callt. Ich glaube, bei dem Board. Genau, All-In gibt es noch einen Move. Endlich mal vernünftiger Spielzug. Und Kevin natürlich auch Insta All-In. Und jetzt hockt der Pfeifenwix wieder da und weiß nicht, was er tun soll. Das ist ja unfassbar. Ich mach mal einen Move. Muss ja irgendwas mal machen. Ja, Superwix sagt es. Er dachte, er macht mal einen Move. Das ist natürlich ganz stark hier. So. Da brauche ich leider etwas Zeit. Oh, Pfeifenwix. Pfeifenwix muss ich jetzt hier Zeit nehmen. Er überlegt, ob er hier callen soll. Hat immerhin einen Top-Pair. So ein All-In ist ja noch verstanden, aber gleich zwei ist natürlich schon. Pfeifenwix muss überlegen, nimmt sich die Zeit. Ja, gut. Das kann dauern. Das andere kannte ich ja vorher schon. Das kann dauern, das sage ich euch. Bis der Pfeifenwix da jetzt seine Entscheidung gefunden hat. Echt mal, was muss man da überlegen? Rein mit, Ine mit. Boah, das ist schwierig. Ja, setzt mal einen Hut ab, dann kommt mal ein bisschen Luft an die Rübe. Rein mit Pfeifenwix. Das NL10. Superwix sagt schon, dass er einen Move gemacht hat, der schief gegangen ist. Also Superwix ist raus. Hat er schon angekündigt. Spaß dir eins. Bei dem Pot. Okay. Für Pfeifenwix gibt es keine klaren Folds. Wird eng, sehr gut. Der spielt mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Der überlegt immer noch. Genau, trink mal einen Schluck Weizen, das hilft. Wir müssen keine Joker sein. Hast du nicht alle? Ja, das kann man auch sagen. Ja. Das ist eine treffende Beschreibung für Pfeifenwix. Ist mal, heck mal raus. Ich tendiere leicht zum Fold, deshalb. Oh, da schafft er es doch, sich von der Hand zu trennen. Nice, guter Fold hier, guter Laydown. Da schafft er es. Ist nicht null. So, und jetzt wird es spannend. Also show the cards. Set bei Vize. Kevin Top Pair und Flush Draw und Superwick hat einfach einfach gar nichts. Ja. Ja. Starker Move hier von Superwick. Der geht natürlich voll nach hinten los, voll in die Hose. Ja, also Spieler verhandeln noch ganz kurz, ob sie mehrfach dealen wollen. Okay, also wird nur einmal gespielt. Wir schauen uns den Runout auf. Oh, da kommt gleich der Flush an hier für Kevin. Nice.
Jetzt gucken wir mal, Victor ist raus. Und der River ist die 2. Sicherer Runout hier für Kevin. Kevin zieht den Pott? Ja, aber er freut sich gar nicht, der Kevin. Jetzt hat er es, glaube ich, langsam realisiert. Ja, keine Reaktion hier von Kevin? Doch, jetzt kommt sie langsam. Also, Carlo schiebt die Chips rüber. Was für eine Hand hier. Leck o mio hier. Nice Hand hier von Kevin. Nice Hand vom Vize. Da kannst du nicht viel machen. Na, also die Hand, zumindest aus Sicht der beiden, spielt sich von allein. So, was haben die denn jetzt gemacht? Toll. Toll. Haben die jetzt doch zweimal gespielt? Nee, haben sie nicht. Eben, die verwirren mich total. Also muss ich mich kurz entschuldigen, war ich kurz irritiert. Nice Hand hier von Kevin. Top Pair, Flush Draw. Da kommt er gar nicht raus aus der Hand. Schließt er quasi fast die Action ab oder nach der Action. Super Big All-In. Vize All-In. Gibt es auch nur einen Weg hier rein damit. Der macht's richtig. Pfeifenwix hält die Action hier ewig auf. Ewig hält er die Action auf. Der überlegt hier, ich muss nochmal nachgucken, 3 Minuten. Reicht 3 Minuten. Da kannst du eigentlich nur denken. Echt mal, endlich sagt's einer. Pfeifenwix, raus, raus, Pfeifenwix. Echt mal, Heckmann raus. Genau, was Victor hier macht, ist mir ein Rätsel, dass er hier einfach donk bettet, all in diese Situation hier gegen 3 Spieler, ohne Treffer, ohne Draw, ohne alles, also abartig. Victor wollte es offensichtlich reinbringen, ich glaube, der wollte einfach reloaden. So, jetzt. Glaube ich, war zumindest mein Eindruck, ja. Kevin zieht auf alle Fälle einen dicken Topf, der pusht ihn zurück in die Gewinnzone und das ist das richtige Stichwort. Wir machen jetzt eine kurze Stats-Einblendung, würde ich sagen, an der Stelle. Na? Und da sind sie auch schon. Also, Pharao dominiert unsere Runde nach 3 Orbits. 6 Lagen im Plus, Kevin eine Lage im Plus, der Rest komplett im Minus. Pocahontas, Superweg, Pfeifenwix, alle eine Lage im Minus. Bisschen mehr der Pfeifenwix und Vize jetzt 3 Lagen im Minus. Wir schauen uns mal den VPIP an. Pharao jetzt mit 74%, also die 70 hat er geknackt. Guter Mann, Superweg bei 65, hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Maroon, Pocahontas sind am tightesten. Und PFR haben wir Kevin am aggressivsten. Okay, weiter geht's. Ja, ich sag dir, das macht mir gar keinen Sinn. Ich mache es nicht. Also das Hochdruckgebiet, das gibt so 10 Cent. Das haut alles an und dann sprudelt es auch im Wahnsinn los. Ich sehe gerade, wir waren jetzt eine Hand zu früh dran mit den Stats. Irgendwas ist schiefgelaufen durch die eine Hand, die da vorhin schiefgelaufen ist. Ich blende die gleich nochmal ein, dass der Carlos nicht so verwirrt ist. Der hat jetzt das Licht wieder nicht gesehen. Die Hand spielen wir noch, dann machen wir nochmal ganz kurz die Stats im Schnelldurchlauf. Jetzt muss tapfer sein. Auf einem Board von 25 Stats. Das ist doch nicht mal 10. Das ist doch nicht mal 10. Stellst du bitte auch nicht so vor. Ja. Also Bra Maroon am Button hier. Raised auf 1,50. Auch jetzt so. Wahnsinnig viel. Ich glaube, der will jetzt auch mal in die Hand reinkommen. 15 BB Open Raise nach den ganzen Folds. Juckt aber weder den Superweg noch den Pharao. Callen hier beide. Pharao trifft ja auch. Top her. Diesmal checkt er. Schauen wir mal, ob Maroon hier eine Conti-Bet auspackt. Nee, macht er nicht. Also wird durchgecheckt. Turn ist eine Blank mit der 3. Jetzt wird der Pharao setzen.
ist das irgendwas heimlich zum Essen da? Lakritz. Zwei. Kölner Lakritz. Man wird er wahrscheinlich direkt den Pott hier klar machen. Und ein Döner. So, kann man nicht vorstellen, dass einer der beiden hier noch callen wird. So, Maroon immer noch am Überlegen, aber eigentlich gibt es gar nicht so viel zum Überlegen in der Hand. Ja, findet jetzt auch endlich den Fold und Superweg auch mit dem schnellen Fold. Und Pharao zieht den nächsten Topf. Für den läuft es einfach wie geschnitten Brot. Okay, nachdem jetzt gerade der Button falsch gelaufen ist, machen wir jetzt nochmal ganz schnell die Stats hier im Durchlauf. Hatten wir ja gerade eben schon, Pharao jetzt massiv im Plus. Nach der Hand ist nicht so viel passiert. Noch mehr im Plus. Jetzt hat er die 75 endlich gerissen. Also Pharao, aktivster Spieler, spielt einfach jede Hand und hat auch einfach Kartenglück, muss man auch ganz klar sagen hier an der Stelle. Rune und Pocahontas, die sind noch nicht so gesegnet mit Starthänden, da ist noch nicht so viel los. Wer raised am meisten? Hitman, Superweg und Vize-Pharao, die raisen ganz wenig Preflop. Kevin, der aggressivste Spieler mit seinem PSR-Wert von 20%. Winrate, das spricht auch wieder Bände. Kevin wieder ganz oben, wie immer. Pharao natürlich ganz oben jetzt. Und bei Vize läuft es einfach nicht. Der hat schon seit ein paar Abenden so ein bisschen leichte Schwierigkeiten, schlechten Lauf. So gut wie es im Fußball läuft, so schlecht läuft es am Pokertisch. Da muss er durch. Schenkt heute auch wieder ein bisschen ab. Aber der Abend ist noch jung. Noch nichts passiert. Ich schalte mal um auf die andere Perspektive. Cash & Bar lädt hier nochmal nach bei den Spielern, dass die auch wieder Material haben für den Endspurt vom Stream. 25 Hände sind gespielt. 2 Stunden läuft der Stream mit ein bisschen Vorgeplänkel. Genau, Carlos guckt gerade ums Eck. Ist noch was? Heute hat er es irgendwie, ne? Mein Schweigen sagt ja. Alles. Also, okay. Ich krieg gerade einen Auftrag, Kaffee zu kochen für die Leute. Das werde ich dann auch gleich tun. Genau. Ist gerade ein bisschen laut hier, Getränkepause. Von daher sind wir gerade ein bisschen trubelig, aber gleich geht's weiter, wenn die Spieler sich sortiert haben. Ich glaube, alle wollen noch mal einen Nachschlag und ein kühles Blondes. Vor allem der Heckmann, der braucht jetzt ein Bier nach der Könighand. Ich glaube, der hat es nötig. Kevin macht hier den Butler, den Atlatus, so nenne ich ihn mal. Guter Titel. Ja, Kevin sagt mir auch, dass die Tür offen ist, aber ich sehe ja den Kevin rein und rauslaufen und ich nehme auch dann die Geräusche wahr. Alles gut. Carlos zieht schon mal die nächste Hand und ich schalte euch schon mal wieder um auf den Pokerbildschirm. Nutzt die Gelegenheit und setzt mal das Kaffeewasser auf, damit die Spieler auch. Ich zeige euch mal ganz kurz, ne? Wie es jemandem ergeht, der versucht, ein Bier zu trinken. Ist vor allem nicht meins, ich muss jetzt wie jetzt, darf ich das jetzt nicht sagen. Das muss jetzt geheim bleiben, dass ich das Bier von Jens angetrunken habe. Ich sag's keinem, Kevin, ich sag's keinem. Ich verrat's nicht, gell? So, kurzer Blick hinter die Kulissen. Weltklasse, Kevin, Weltklasse. Okay, ich setz ganz kurz Kaffeewasser auf und lass euch mal allein gerade mit dem Stream. Viel Spaß. Ist nur ein Call. Ist nur ein Call, ja. Keine grünen mehr. Nicht ausreichend. Die Krätze da was. Leider hat es voll. Hast du jetzt an beiden abgetrunken oder was? Hast du ja schon gesagt, das ist meins. Hast du auch schon abgetrunken? Alkohol. Du wärst also froh, wenn er nur das Abwas abgetrunken hätte. Ja, wenn er ganz reingespuckt hat. Ist ja alles in Ordnung. Check. Wir waren übrigens dann im Sevkin Ocakbashi. Türkisch, gell? Ja. War deine Schwester da auch schon mal mit gestern? Also es war aber echt sehr gut. Okay. Ja. Das ist der Laden und
Was los, was da abging, ja, ja. Den Traubenschlag ist dazu, ne? Was soll ich mit Tür? Gut. Der läuft super. Ja, aber echt. Bist du da alles schön, Lisa, oder? Für so ein Dümmer kann das hier. Nee, noch nicht bisher. Zefkin und Chakbarashi da vorne in der Lörrach. Nee, Pharao darf zuerst. Ich lehne noch mal. Aber der abends, oder? Jetzt gerade vorher kommen. Ach, okay. Aber auch massig 4. Ich fand es noch crazy, dass wir die Teller fast nicht geschafft haben. Und da waren manche Frauen, die haben einfach das Doppelte von uns gegessen. Also so ein richtiger Fleischteller haben die da leer gefuttert. Ich war nach zwei Spießen schon satt. Das ist schon mal Anfänger, ne? Ich hab da einfach nicht an. Enkel oder wie? Nee, ich esse schon lange immer ganz weiter. kommt das drauf an, krieg dich ja eh nicht raus. Du solltest den Bildschirm raus, vielleicht raus. Letzte machen. Karte, wer was gewesen? Unglaublich. Was ist? Ich hab's jetzt gesehen. Ja. Ich hab's gesehen. Hast gewonnen. Ich hab vergessen, den Monitor auszumachen, den Kontrollmonitor. Echt jetzt? Ja, ja. Ich glaub nicht, dass er es gesehen hat. Der Typ. Was hab ich? Da hat man gerade gesehen, was er hat. Was hat er gehabt? Ich hab's nicht ganz richtig gesehen. Ich hab Ass 4 habe ich auch sowas gesehen. So gute Augen habe ich dann doch wieder nicht. Aber ich hab gesehen, dass irgendwie ein Ass dabei war. Black Forest Poker. Black Forest Kaffee. Okay. Das war aber wieder zu, oder? Kindergeschrei. Wenn es läuft, läuft bei dir, ne? Kurz zur Seite machen, Jörg. Sagen wir es so, du hättest gewonnen. Passt es? Okay. Da ich nicht wusste, dass man das passiert, habe ich noch nie geguckt. Ja, ja, also jetzt, wo ich es weiß. Ah, deswegen ist mein Blei. Schade, das hätte man mal früher sagen können. Ja, gerade wollte ich tauschen. So, einmal Straddle. Spiel mal halt. Nö. Wir sind doch langsamer geworden. 2 Stunden, 26 Hände. Abartig. Ja, slow and low. Oh, low nicht, aber slow. The lowly rider. Also an der Stelle, ich klinge mich mal kurz für 2 Minuten aus. Ich muss jetzt hier Kaffee kochen und servieren. Ich bin bald wieder da. Wir lassen einfach den Stream laufen. Bis dahin, wie das geht. Bis gleich. Ja, ich mach Kaffee. Der Kaffee läuft. Die Tür nicht zu. Ah. Was musst du machen? Ihr könnt jetzt so einen Vorhang als mal im Assi treffen, damit ich nicht so viel mitbekomme. Jetzt geht's auch um den Mick herum. Das ist geil. Mach Spaß. Wie so eine Umkleide. Ja, ich setz jetzt. So eine mobile, 60 Cent. Dann zeige ich es jetzt. Dann zeige ich es jetzt. Das hat ja auch funktioniert, wenn der. Das ist mir gesagt. War ja nimmer viel. 1 Euro oder was?
3 Euro. 3,70 oder 3,80. Ich weiß es doch genau. 3,75. Mach das jetzt dann. Zum Glück waren es 3,80. Ja, da werden sie alle raus. 3,80 werden alle instant fold. 3,80 ist nicht bezahlt. Ich hätte gedacht, ich repräsentiere Stärke. Das ist natürlich hinten dran noch viel mehr Stärke. Ja. Boah, ja. Einer stärker als der andere. Aber bei deinem Call schon war mir schon klar. Der kam auch schnell, gell? Ich hab mich auch kurz verwirrt, dass das so schnell kam. Jetzt machen sie nichts mehr rein. Ich immer noch. Ja. 60 Cent muss ich mir überlegen. Danke, ja. Zahle ich dafür 60 Cent. Ja, der steht hier auf den. Ach, die sind ja auch nicht. Danke, ja. Magdeburg. Ja, die haben ja einfach Magdeburg war voll im Abstiegskampf und sind aber jetzt die letzten Spiele haben die super stark. Wie haben sie das gemacht, die Tore? So, 60. Wie weißt du, wir haben ruhig schnell, oder? Zur Halbzeitstand 3-0. Ja, aber wie? In der Nachspielzeit, 45. Minute kam noch ein 3. Also kommen wir durch halt. Immer mal wieder. Ich gebe die Hand freiwilliger auf. Wenn sie verantworten werden, okay, aber... Hättest du es nicht früher sagen können, hätte ich auch noch nicht. Hast du es von ihm gelernt? Ja. Okay, der hat viele Schöpfe. Okay. Das machen wir ja schon. So, der Moderator ist wieder zurück am Platz. Kaffeeservice abgeschlossen. Die Spieler haben wieder Nachschub an Heißgetränken. Pfeifenwix, Pharao und Kevin. Die haben offensichtlich einen kleinen Energienachschub gebraucht. Mein Plan war jetzt eigentlich, mir ein Kaltgetränk aufzumachen. Da warte ich jetzt aber noch ganz kurz, bis die Hand hier gespielt ist. Pharao und Superwig in der Hand, so wie ich das sehe. Ja, so kleiner, mittlerer Pott. Noch nicht so viel Action passiert offensichtlich. Superwig hier mit dem Pocket Pair. Pharao mit dem Gutshot. Die 7 wäre natürlich absolute Money Card. Ja, kommt aber eine Blank am River. Jetzt schauen wir mal, ob Pharao hier noch bluffen will. Glaube ich jetzt nicht zwingend. Ja, doch. Pharao will bluffen und macht es ja auch. Setzt hier 3/4 Pot und es reicht hier für Superweg. Ja, Kevin weiß genau, was der Pharao macht. Nice Hand hier vom Pharao. Drückt den Superweg raus. Nice Hand. Genau, ich habe ja gesagt, ich nutze mal die Gelegenheit. Wir waren stehen geblieben beim Getränk des Tages, Waldhaus die Dunkels. Und wenn ein Getränk des Tages so gut ist wie dieses, dann sollte man auch dabei bleiben. In dem Fall machen wir das mal auf. Ohne Deckel trinkt es besser. Prost an den Chat. Genau, lasst euch schmecken, wenn ihr auch ein Bier habt. Ich nehme mal einen Schluck. Hier, trink mal ab. Oh, das zweite ist genauso gut wie das erste. Das ist immer gut. Prösterchen. So, was geht im Chat? Seid ihr noch da? Al-Maria schreibt, der hat aber auch Lack, bestimmt der Pharao. Ja, das ist richtig. Der Benny schreibt, mir ist eben aufgefallen, dass das Licht bei dem steht, der als Spieler dran ist. Punkt, Punkt, Punkt. Sehr cool. Ja, Wahnsinn, gell? Was das für eine Technik ist. Habe ich dir doch erklärt gehabt. Alles erzählt. Diese Top-Technik ist das hier. Ein Top-Projekt, Top-Stream. Also mehr kann man eigentlich gar nicht machen hier, als das, was wir hier abliefern. Zurück zum Spiel. Nächste Option. So, was haben wir denn hier? 7 Spieler am Flop und nur Gemüse unterwegs. Ass, Ass 4 mit 2 Herzen. Hat da irgendjemand getroffen? Oh ja, der Maroon und der Super Vic. Gucken wir mal, was da geht. Da spüre ich schon den Splitpot. Außer irgendjemand bastelt sich noch eine Glücksstraße. Hitman, oh, hier mit dem Flashdraw, mit dem Call, Superwig mit dem Call. Pocahontas jetzt. Ja, Straßendraw. Kann hier easy drawn. Nice. Gute Odds hier.
machen es alle billig. Dass der Viktor hier auch nur callt, interessant. 6 ist in der Blank. Du counterst, checkt. Gucken wir mal, der Maroon hier noch eine zweite Bullet auspackt. Oh, ja. Du warst nicht zu Ende hatte, aber. Cool Story, Bro. Good Call, Bro. Und die machen es günstig hier für die Drawing-Hände. Ja, Pocahontas verabschiedet sich. Aber der Flush-Draw kann hier günstig drawen. Nächstes Mal ziehe ich auch einen Modell an, wenn das so läuft. Wird leider nicht belohnt. Die 9 ist eine Blank. Und dann ist es doch tatsächlich die Split-Pot-Konstellation. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt einer noch den Raise-Button findet. In dem Fall der Supervic. Maroon wird er auf alle Fälle nochmal anspielen. Kann mir nicht vorstellen, dass der hier in zwei Gegner reincheckt. Alfen. Da weiß ich immer noch nicht, was ich tun soll. Ich bin so unentschlossen. Irgendwie sehe ich sie doch langfristig weit oben. Aber weil das ähnliche Hand ist wie beim Heckmann zu Beginn. Da kann man den River auch check callen. Ja, Viktor spricht hier von seinem Kicker-Problem. Reicht nicht. Beide zeigen ja. Das ist schlecht für mich. Reicht nicht. Ja, und dann haben wir die Splitpot-Konstellation. Also. Ich habe es vorhergesagt, ja, ist eine Hand, die bietet sich, bietet sich an für den Splitpot. Oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch für den Splitpot. Und Maroon verzweifelt am Dealer, an den Karten, an der Welt. Aber ja. Eben, genau, so muss man es sehen. Genau, Benny noch mal ganz kurz hier zu unserer Beleuchtung am Tisch. Also die geht tatsächlich wechselhaft mit jedem Spieler mit. Also immer der Spieler, der dran ist, wird in Orange angeleuchtet, zumindest der Bereich vor ihm mit dem LED-Band. Ich müsste aber noch mal tatsächlich die Farben ändern. Ne? Also das kommt jetzt nicht gut raus mit den Kameras. Die müssen wir schon relativ stark beleuchten, dass das Bild gut aussieht und dann wirkt es verwaschen. Ich werde da nochmal die Farben überarbeiten, dass man das ein bisschen besser sieht. Ich kann das noch wesentlich heller machen, dann kommt es vielleicht ein bisschen besser raus. Problem bei LEDs ist, dass die schlecht dunkle Farben wiedergeben. Das ist oft dann eben zu stark überlichtet. Genau, da muss ich noch mal tüfteln. Aber wir sind dran. Weißt ja, wir sind dran. Wir arbeiten. Weiter geht's, Hand Nummer 29. Ist jetzt übrigens gerade der kritische Bereich. Wir hatten sonst immer bei Hand 29 und 30 Abstürze in der Software. Das ist jetzt hoffentlich gefixt. Da haben wir auch dran gearbeitet, beziehungsweise unser Programmierer. Ich hoffe, die magische Grenze von 30 überschreiten wir problemlos. Sieht bis jetzt aber alles sehr stabil aus, bis auf diesen einen kurzen Hänger, den unser PC hatte. Und ich glaube, der Franzose hat vorhin mal geschrieben, er hat Netzwerkfehler gehabt, aber das ist dann wahrscheinlich von Twitch. Muss man einmal dann kurz den Stream neu laden, dann geht es in der Regel wieder. Ja, Pfeifenmix sagt hier gerade, die Pötte werden immer größer. Ja, natürlich ironisch, das Gegenteil ist der Fall. Irgendwie ist gerade nicht so viel Action am Tisch. Aber das gibt es bei so einer Runde, wo so viel gespielt wird, natürlich auch oft, dass da so viele Gemüsehände unterwegs sind, dass da einfach nicht viel Action zustande kommt. Und eben so Spieler wie Pharao, die attackieren einfach dann halt jeden Pott. A, weil sie massiv im Plus sind und einfach, weil sie jede Hand spielen. Was war das? 2,15. Ich mach das nicht. Ja, Kevin und Pharao, die leveln sich schon wieder, ne? Race und Call hier von Pharao. Ich muss wieder zurücknehmen. Ja, aber jetzt bin ich drin, sorry. Oh. Ich mach es wieder. Und da kommt die 5. Absolute Blank. Ich check. Oh, komplett ungelegen. Ja. Das glaube ich dir. Ich muss nicht checken, kannst du auch verholen, wenn es so schlecht ist. Ja, und Pharao wird nochmal setzen hier. Also die zwei, die wollen sich wirklich battlen, das merkt man. Okay. Macht Spaß, zuzugucken. Ich kann nur nicht einzeln reinschmeißen. Brav anfangen. Jetzt kommen die Bazooka. Achtung. Das Doppelwumms. Tupas. Zwei. Ja, Kevin natürlich hier mit dem Call. Schön muten lassen. Doppelbums.
Und die 10. Oh, die 10 kommt aber oft am River. Blank am River. Schauen wir mal. Kevin wird hier, glaube ich, im Lebtag nicht folden nach der ganzen Ansprache hier vom Pharao. Erst recht jetzt nicht nach dem Grinsen und nach der Bett, die wird der Kevin sowas von wegsnappen. Glaube ich zumindest, dass er die wegsnappen wird. Also hoffe ich, also normal. Kevin, mach mir nicht schwach. Ich baue auf deinen Call. Guckst du auch diese Insta-Reels an von diesen beiden Typen, die immer so... Ja, da ist der Call. Also, nice Call hier. Hey, call. Showdown, please. Jetzt. Nice Hand. Trag noch. Du? Ich? Ja, ja. Weil du bist ja letzter Aggressor. Ich hab nix. Dame. Ja. Kevin gewinnt die Hand. Also, hast du die 10 oder hast du sie nicht? Gut gespielt, Kevin. Gut gespielt. Ich hab die angesehen, dass ja. Du da nicht nice so, da kriegt er hier den Kevin. Jetzt. Und den noch. Jawohl, Kevin. Also hat er gut gemacht. Zu Recht gewonnen die Hand. Hätte ich ja auf alle Fälle gedacht, dass er ihn hier wegsnappt am River. Einfach direkt Insta-Calls. Eigentlich hat er die Hand ja so gespielt hier, dass er am River callt. Wollte er den Gegner setzen lassen. Natürlich für die Show immer gut, wenn man ein bisschen wartet. So, was schreibt denn die Almaria? Was mir auffällt, dass die drei Schwarzgekleideten in der Frontkamera leicht untergehen. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein bisschen ungeschickt an den Sesseln am Tisch und am Spieltuch, dass das alles Schwarztöne sind. Das heißt, wenn die Spieler nicht kontrastreich gekleidet sind, dann gehen die leicht unter, dann wirkt das Bild einfach so komplett schwarz, weil es einfach keine Kontraste gibt. Immer gern gesehen, wenn die Spieler zumindest was Graues oder Schwarz-Graues haben, dass man einen Kontrast hat zum Hintergrund. Ne? Also wer mitspielt, nie ganz schwarz, immer mal auch so ein Farbtupfer oder hier, sowas hier. Schafft einfach Kontraste und sieht viel besser aus im Fernsehen. Ne? Immer dran denken, ihr werdet von Millionen von Menschen angesehen, bewundert, beäugt, was auch immer. Also gucken halt Leute zu, sieht besser aus. Oder ja, rot für die Fans, rot ist auch gut. Wenn es nicht so rot ist wie der Kardos letzte Mal. Wobei, ich habe ja jetzt hier, merkt man heute auch deutlich, einen Tip-Top-Weißabgleich gemacht. Also alle Kameras haben neutrale Farben. Keine Farbe sticht heraus. Also heute, hier, muss ich schon sagen, ne? Eben. Okay, was haben wir denn hier? Kevin mit der nächsten 3-Bet und Pharao mit dem Pocket-Pair. Den sehe ich da nicht folgen. Ich sehe den Pharao überhaupt nicht vorhin, aber in der Hand erst recht nicht. Einigt euch doch einfach auf eine Pottgröße und dann spielt. Also Pharao-Call, Vize-Call, 3 Spieler. 99. Man merkt, dass du da noch auf dem Boden bist. Ja. Ich frage, ey, was kostet das? 99. Was? 99. Okay, ja, jetzt habe ich besser verstanden. Okay, 2-5-10. Jetzt wird's klar. Kevin mit dem Check. Kollege, warum checkst du? Jetzt check ich nur. Mal gucken, was du so machst. Aber wir müssen noch respektieren, dass du auch noch da bist. Ja. Und Pharao ist keiner, der dann auch checkt. Das Pharao wird hier auf alle Fälle eine Bet anbringen. Wie ich ihn kenne, wahrscheinlich so 2. Nee, er checkt. Ja, geht eh wieder auf den Flach. Langsam könnte es richtig gehen zwischen uns zwei. Ja, ich warte noch, bis wir genau gleich will haben. Dann geht's ab. Ah, noch eine 10. Guck mal, Kevin jetzt hier eine Bett anfasst. 1,05. Ja. Ich glaube, Kevin will noch einen Riesenpott heute spielen gegen Pharao. Das habe ich so im Gefühl. Die sind so deep jetzt, die beiden. Und sind ja auch unsere Protagonisten heute. Der Rest ist ja nur so Beiwerk. Sage ich jetzt einfach mal, ohne respektlos wirken zu wollen. Das sind die Spieler, die quasi jede Hand spielen und jede Hand gegeneinander spielen. Ich glaube, da kommt nachher noch ein Riesenpott zustande. Also, Pharao glaubt dem Kevin hier nichts. Vize callt hier auch mit seinen Overcards. Kriegt natürlich gute Odds hier an der Stelle. Und jetzt kommt das dritte Karo. Kevin checkt.
Kurzer Blick auf den Kontrollmonitor. Ich glaube, der Pharao guckt immer, wie viel im Pott drin ist. Was ist das? 340. 340. Ah, okay, 340 dann. Ah, ich bin 35 machen. 340. Da du es angesagt hast, darfst du 5 Cent rausnehmen. Nein, alles gut, nicht. Passt. Ja, also da sehe ich Kevin nicht callen, auf keinen Fall. Ich glaube, der wird da hier folden. Kann mir nicht vorstellen, dass der Kevin hier einen Call findet. Überleg zwar noch kurz. Nee, er callt sogar. Nee. So, wir warten runter. Muss ich erstmal drücken? Ja. Warum ich immer noch? Weil du da besser bist. Ah, das ist oh, echt. Und er zeigt die Dreier und kriegt hier die Auszahlung von Kevin. Nice Hand hier vom Pharao. Maximum Value hier von Kevin. Schön, schön ausgezuzelt, schön abgemolken, den Kevin. Nice Hand. Also macht er gut hier, der Pharao. Ja, Vize hat es auch richtig analysiert. War ihm schon klar, dass er ein kleines Paar hat. Hat er zumindest gedacht. Und Pharao hat den Riesenspaß. Also der ist echt Gold wert für die Runde. Spielt jede Hand. Jeder spielt gegen ihn die Hände. Der hat nie viel, aber er hat immer was. Und kriegt hier einen Pot nach dem anderen. Unfassbar, wie der gerade läuft. Ne? Ist beim letzten Stream schon so gelaufen wie geschnitten Brot. On Fire, genau, ist noch untertrieben, würde ich mal sagen. Der nächste Chip-Count kommt auch bald, wieder wenn der Hitman am Button ist. Und dann schauen wir mal, wie der Pharao wirklich steht im Ranking. Aber das kann ich ja schon mal vorwegnehmen mit dem Chip-Stapel, der steht ganz oben im Ranking. Das ist sowas von klar. Da kann keiner mithalten heute. 75 Call. 75. Ich muss meine Spielweise ändern. Kollege auf dem Button, da weiß der, der wird eh probiert, wenn er irgendwas da technisch zu machen. Meinst du das? Ja, aber du machst mir für mich Calls noch. Schon. Okay, Hand Nummer 31, Pharao nimmt 3, Vize hier mit den Jacks. Eröffnet, 75, Pocahontas, called. Called nur, auch eine Möglichkeit zu 3-Betten, als man suited. Kevin auch nur mit dem Call am Button hier. Eine schöne Hand hier, den Squeeze. Schon mal ein bisschen mehr Tempo machen. Ja, das ist mega. So, Pharao? Also, die gibt's. Wenn es dreistellig wird, musst du Hitman verteilen. Check. Ja. Dreistellige. Okay, Ass, Dame, Dame. Natürlich jetzt kein guter Flop hier für den Vize. Da fühlst du dich mit Jacks nicht gut. Vize checkt auch. Pocahontas guckt sich den Pot kurz an auf dem Monitor und wird hier anspielen. Und ich glaube, der Kevin wird auf alle Fälle bezahlen. Ja. Callt hier auch relativ schnell. 1,60, auch eine kleine Bet. Finde ich jetzt ganz okay auf dem Board. Kann man machen. Pharao foldet. Vize entsorgt die Jacks direkt. Sehr diszipliniert. Sehr diszipliniert. Und jetzt spielen Ass 9 gegen Ass 9. Gucken wir mal. Lisa mit dem Check. Kevin checkt behind. Würde Kevin auch denken, dass er eher ein Kicker-Problem hat. Also ich glaube, die spielen auf Pot-Control. Lisa wird jetzt im River nochmal setzen. Alles andere wird mich wundern. Drei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Kevin hier einen Call findet. Ja, hat er doch Top Pair. Showdown. Ja, kurzer Slow Roll von Kevin und zack. Nice Hand. Nice Hand hier. Also Ass 9. Beide spielen um die goldene Ananas, aber die kriegen zumindest das ganze Preflop-Geld von den anderen. Für Vize natürlich ein bisschen bitter, dass die Jacks hier einfach verpuffen, aber auf dem Board kannst du nichts anderes machen. Interessant, hätte sie eigentlich angeboten hier für eine 3-Bet von beiden die Hand. Lisa in Position, Kevin am Button. Wäre ein guter Squeeze-Spot gewesen.
Aber Kevin war auch aktiv die letzten Hände, da kann man auch nur mal einen Call finden. Vor allem, wenn der Vize eine Hand eröffnet und dann auch so hoch eröffnet, ist meistens was im Busch. 7-2 oder auch gerne mal ein mittleres Pärchen. Hat er vielleicht den richtigen Sensor gehabt, die richtige Antenne gerade in dem Moment und nur den Call gemacht, Preflop. Also weiter geht's. Nächste Hand, 32. Und ich sehe, wir sind seit 2 Stunden 26 online. Muss ich auch gerade mal kurz festhalten. Cash in Bar, stabil heute. Fast fehlerfrei. Am Anfang, wo es noch ein bisschen hektisch war, hat er sich mal kurz verdrückt. Ansonsten fehlerfrei durchgedealt. Also Tipptopp-Leistung hier von unserem Dealer. Wir können jetzt einen Projektor machen, der direkt auf die Stirn scheint. So, Pfeifenwix meldet sich wieder zurück hier in der Runde und haut mal einen Pot raus. Yannick, Standings gab es noch nie als Command. Command. Ich hau, wenn der Hitman mit der Hand oder am Button fertig ist, dann nochmal die Standings raus. Ende Hand 33 gibt es die nächsten Standings. Dann machen wir nochmal Abrechnung. So, jetzt habe ich die Action aber nicht ganz verfolgt. Wir haben 4 Spieler am Flop und der ist Ass 10-5 mit 2 Kreuz. Natürlich für Pfeifenwix eigentlich ein ganz gutes Board. Und der wird auch direkt belohnt. Flash kommt an. Kevin noch hier mit dem Top her. Der wird aber jetzt nicht wahnsinnig viel investieren in die Hand der Kevin, denke ich. Da ist doch zu viel möglich und foldet auch direkt. Okay, also, da sind die Stats. Jetzt hoffe ich mal, dass der Kardus das sieht. Pharao massiv im Plus, 7,5 Lagen im Plus, Kevin eine Lage im Plus, der Rest durch die Bank im Minus. Also nur rote Zahlen hier auf dem Bildschirm. Wahnsinn. Pharao, den Lauf des Abends, anders kann man es gar nicht beschreiben. Spiegelt sich auch im V-Pip wieder. 78%. Der spielt einfach jede Hand. Da gibt es kein Morgen mehr. Pharao, 78% ist schon massiv. Superweg noch loose unterwegs. Aber an Pharao kommt dann echt keiner ran. Pocahontas, Maroon, die sind eher ein bisschen auf der teiteren Seite unterwegs. Der Rest so im Mittelfeld. PFR, wer raised am meisten Preflop? Da haben wir ganz klar Kevin, aggressivster Spieler. Auch gefühlt der Einzige, der mal eine 3-Bet auspackt. Alles andere eher unter Durchschnitt, unter Niveau. Wie bitte? Hast du mich jemals so weit oben gesehen bei PFR? Nee, habe ich nicht. Ja, guck mal hier. Da ist er, muss man einbetten. Hier kannst du deinen Fans mal Hallo sagen. Ich spiele eigentlich Leute für den Klaus. Ja, der guckt aber nicht zu. Klaus, wenn du zugucken würdest, ja, alles für dich. Genau, also danke Heckmann. Genau, also PFR hatten wir, Heckmann relativ weit oben im PFR. Man könnte auch sagen stark. Stark heute, Heckmann, ja, könnte man sagen, das sage ich jetzt einfach mal. Winrate zeige ich euch noch ganz kurz, bevor es weitergeht. Auch da Kevin und Pharao natürlich ganz oben. Pharao gewinnt einfach jede Hand, warum auch immer. Ich kann es mir nicht erklären. Kevin traditionell eine starke Winrate, also die Statistiken sprechen Bände. In diesem Sinne, weiter geht's, würde ich sagen. Ja. So, jetzt ist vorbei mit den Standings. Also, jetzt geht's weiter. Konnte der Carlos sich nochmal kurz sortieren. Der Hitman hat es gesagt, Holger braucht lang. Also bei den Stats muss man auch mal 2-3 Worte dazu verlieren. Also